Willkommen zum ersten Video der Reihe Leben ohne Papier. Ich habe diese Woche den Selbstversuch gestartet und versuche mal komplett auf Papier zu verzichten. Ich hoffe, das ist mir dank des Surface Pro 3 möglich. Das erste Thema ist einfach nur das Bearbeiten bzw. Anzeigen von PDFs. Dazu habe ich einfach mal vier Programme ausgewählt. Und anfangen möchte ich mit dem Adobe Reader, momentan in der Version 11. Hier schalten wir mal kurz um auf Bildlauf aktivieren. Jetzt schauen wir mal das Scrollverhalten und das Zoomverhalten an. Ja, wie man sieht, das Scrollverhalten ist schon wirklich schlecht. Es hängt, es hat Nachladezeit, es gibt Grafikfehler, also ist eigentlich absolut unbrauchbar. Mit der Maus funktioniert es, glaube ich, besser, aber auf so einem Tablet wie dem Surface, wo man mit dem Finger scrollt, macht es überhaupt keinen Spaß. Und ähnlich verhält es sich auch mit dem Zoom. Wie man sieht, es ist jetzt gerade mit einem Sprung reingesprungen und es lässt sich nicht sehr gut steuern. Trotzdem möchte ich noch weiter auf die Manipulierfunktion eingehen, beziehungsweise die Markierfunktion. Und da gibt es einmal zum Beispiel auf der rechten Seite unter Kommentar übrigens, gibt es dann die Notiz. Da kann ich einfach irgendwo hinklicken ins Bild und kann eine Notiz da reinschreiben. Notiz. Wunderbar. Und sobald ich auf die Notiz klicke, öffnet sie sich. Genauso kann ich hier mit diesem Textmarker einfach Stellen markieren. Und die werden gelb hinterlegt. Ich kann auch irgendwie hier so Rechtecke einzeichnen oder Kreise. Und wenn ich auf den Stift gehe, kann ich auch selbst mit dem Stift etwas eintragen. Ich bin, und da sieht man gerade gesehen, ich will jetzt einen I-Punkt machen und es passiert nichts. Ich klicke, es passiert nichts, zack, und schon zoomt er auf einmal rein. Also, ich muss sagen, der Adobe Reader ist einfach nicht geeignet für das Surface Pro und den Stift. Es läuft nicht sauber, es macht einfach überhaupt keinen Spaß, damit die PDFs zu bearbeiten oder zu lesen. Es ist wirklich eher ein Zustand als ein Segen. Also dementsprechend möchte ich auch gar nicht weiter darauf eingehen. Nein, und nicht speichern. Als nächstes kommt die hauseigene Lösung von Microsoft. Das ist die Reader-App unter Windows 8.1. Ist sie vorinstalliert, unter Windows 8 glaube ich auch schon. Und die ist eigentlich zur Anzeige von PDFs auch das Standardprogramm. Und wie man sieht, es lässt sich sehr gut scrollen, es funktioniert sehr gut, es ist sehr flüssig. Man kann sehr gut rein und raus zoomen. Man kann sich in diese Übersicht zoomen, also einfach komplett rauszoomen. Da hat man drei Seiten in einer Spalte und hat einen sehr guten Überblick, kann sehr schnell Informationen finden. Und also zum Lesen ist die App auf jeden Fall deutlich besser geeignet als der Adobe Reader. Was hier trotzdem allerdings sehr beschränkt ist, ist das Modifizieren oder Manipulieren von den PDFs. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier einmal den Text markiere, kann ich ihn hervorheben. Das kennt man ja auch aus dem Adobe Reader. Oder ich kann ihn eine Notiz hinzufügen. Notiz. Das funktioniert übrigens besser mit der Tastatur, weil sie automatisch eingeblendet wird. Das ja eine App ist und in der modernen UI läuft. Und ich kann auch mit dem Stift hier. Ich bin der Stift. Wie man sieht, gibt es eine bis zu einem gewissen Grad eine Kantenglättung. Und ich konnte auch diesmal ohne Probleme den I-Punkt machen. Ich kann auch hier das Radiergummi verwenden. Das ist also der Knopf am Stift als Radiergummi. Und das ist eigentlich sehr schön. Ja, leider ist es halt, wie gesagt, nicht sehr umfangreich. Also die Möglichkeiten sind nicht sehr umfangreich, um PDFs zu bearbeiten. Zur Anzeige allerdings super geeignet. Würde ich auf jeden Fall immer benutzen. Man kann auch sehr gut, wenn man mehrere PDFs geöffnet hat, also durch einen Wisch von oben, von der oberen Ecke leicht nach unten, öffnet sich dieses Fenster oben und man kann jetzt auf eine andere PDF wechseln und sich diese PDF anschauen und das funktioniert auch alles super. Und wie man sieht, selbst bei 137 Seiten kann man eigentlich sehr gut hier durchscrollen und schnell die gewünschten Informationen finden. Ist also schon deutlich besser geeignet als der Adobe Reader. Weiter geht's mit dem nächsten Programm. Da haben wir den PDF Annotator. Oh, Entschuldigung, verdrückt. Ist manchmal recht schwer hier. Mit dem Finger auf dem Desktop. Öffne mit. PDF Annotator. Und dies ist ein
doch deutlich komplexeres Programm, wie man jetzt wahrscheinlich schon direkt sieht. Ich habe eine 30-Tage-Testversion. Die normale Version kostet ab 50 Euro aufwärts. Also da muss man schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und jetzt hier haben wir über die Werkzeugleisten. Es lässt schon vermuten, dass das Programm wirklich deutlich mehr kann als die bisher gezeigten. Ich kann jetzt zum Beispiel auch einfach mit dem Stift etwas eintragen. Ich bin der Stift. Das kann ich dann auch mit dem Radierer, also mit dem Knopf am Stift, wieder wegradieren. Auch kein Problem. Ich kann Linien in gewisser Weise glätten lassen. Funktioniert das auch eigentlich sehr gut, wie man gerade sehen konnte. Was kann ich noch machen? Es gibt hier so ein cooles Snapchat-Tool. Damit kann ich einfach Bereiche in der PDF markieren und die als Bild speichern oder als Stempel speichern. Auf den Stempel komme ich gleich noch oder in der Zwischenablage kopieren. Und ach ja, jetzt nochmal hier das Scrollverhalten. Das ist besser als beim Adobe Reader, aber es dauert halt sehr lange, wenn man wirklich viele Seiten durchscrollen will. Und daran merkt man auch, dass das Programm mehr zur Manipulation der PDFs gedacht ist. Und auch Zoom geht hierbei, ja, einigermaßen gut, sage ich mal. Es ist sehr abgehackt, also es ist nicht flüssig. So, und jetzt komme ich nochmal auf die Stempel zu sprechen. Es gibt hier oben in der Werkzeugleiste die schöne Stempelsymbol. Und dort sind jetzt einfach schon fertige Symbole und so weiter. Die kann ich auswählen und einfügen. Was der Vorteil an diesen Stempeln ist, ich kann mir auch selbst Stempel erstellen. Ich habe jetzt zum Beispiel mal den Reiter Elektrotechnik erstellt und da jetzt das Schaltzeichen des Kondensators reingesetzt. Und zack, schon kann ich das Schaltzeichen einfügen und kann dann, wenn ich will, weitermalen jetzt mit dem Stift und könnte da jetzt, weiß ich nicht, noch Widerstände oder sowas hinmalen, was man halt haben will. Und das funktioniert auch soweit sehr gut. Und das Problem an diesem Programm ist meiner Meinung nach, dass die Symbolleisten, nicht die Symbolleisten, die Werkzeugpunkte alle sehr klein sind. Also mit dem Finger sind sie eigentlich fast gar nicht zu bedienen. Und mit dem Stift ist es auch äußerst schwer, immer das Richtige zu treffen, weil man doch schon sehr genau achten muss, wo man hin drückt oder was man auswählt. Und dementsprechend ist dieses Programm auch für das Surface, naja, eher nicht so gut geeignet. Ich denke, mit Tastatur und Maus wäre man hier doch an der besseren Stelle oder mit einem Grafiktablet noch zusätzlich zur Tastatur und Maus. Deshalb, sonst kann dieses Programm eigentlich auch noch ein ganz nettes Feature ist, wenn man auf Bearbeiten geht, auf Seite und dann kann man eine Seite einfügen. Man kann hier das Raster auswählen. Ich nehme jetzt mal das 5 mm Raster, füge das ein und kann hier jetzt meine Notizen dann einfach hinzufügen. Wenn der Professor jetzt irgendwie da die Seite schon vollgeschrieben hat und man möchte aber gerne noch was dazu schreiben und nicht auf der Folie selbst, ist dieser Zettel oder diese zusätzliche Seite sehr gut dafür geeignet. Gut, also Vorteile, sehr viele Funktionen, Nachteil, schlecht zu bedienen und zum Lesen nicht sehr gut geeignet. So, und als letztes würde ich mal eine PDF in OneNote öffnen. Das macht wahrscheinlich kaum jemand. Aber also auf dem Tablet ergibt das schon wirklich sehr viel Sinn. Dazu müssen wir jetzt einmal OneNote starten. Und ja, dann lege ich ein neues Notizbuch an. Dazu wähle ich den Speicherort OneDrive, da ich dieses Notizbuch gerne auf all meinen Geräten und auch online haben will. Ich nenne es jetzt mal Leben ohne Papier und erstelle dieses Notizbuch. Jetzt kann ich Personen einladen oder das auch später machen. Das geht später auch noch. Momentan möchte ich erstmal keine Person einladen und mache auf jetzt nicht. Und jetzt kann ich das OneNote-Programm nehmen, mache es kurz an die rechte Seite, nehme jetzt die PDF, die auf meinem Desktop liegt, und ziehe sie einfach in OneNote rein und mache dann als Ausdruck einfügen. Jetzt wird es die PDF nochmal geöffnet in Adobe und der Vorgang braucht ein bisschen Zeit. Und schon habe ich diese PDF auch in OneNote. Wie man sieht, kann man da auch einigermaßen gut scrollen, man kann rein und raus zoomen, das funktioniert alles schon ganz gut.
was nicht ganz so schön ist, man hat jetzt hier große weiße Flächen überhalb und unterhalb des jeweiligen Bildes, was man eigentlich eingefügt hat. Das ist aber auch weiterhin kein Problem. Das können wir auch nochmal, man kann nämlich auch noch auf einen anderen Weg die PDFs einfügen. Und dazu legen wir hier oben einfach mal einen neuen Reiter ein. Den nenne ich dann einfach mal Test, wie man das immer so macht. Jetzt öffne ich die PDF ganz normal im Adobe Reader, wie man das kennt eigentlich von früher auch noch. Und gehe auf Drucken. Hier oben bei Drucker muss man auswählen Send to OneNote 2013, in meinem Fall. Dann kann man noch das Querformat wählen, damit nicht mehr ganz so viel Platz einfach ist und das Bild. Und man geht auf Drucken. So, jetzt muss man kurz warten. Dauert nicht mehr lange. So, und wie man sieht, OneNote fängt an zu blinken. Ich wähle es aus. Jetzt fragt er mich, wo ich diese PDF denn speichern will. Da wähle ich jetzt dann einfach mal meinen Test aus, was ich eben erstellt habe. Zack. Und jetzt werden mir die PDFs, also die Seiten des PDFs, in meinem Dokument angezeigt. Ja, und jetzt kann ich hier natürlich auch nach Belieben Informationen hinzufügen, markieren und deutlich, also wirklich sehr viele Sachen machen. Also OneNote ist ein sehr mächtiges Tool. Und also dementsprechend ist dieses Tool auch sehr gut geeignet für Studenten, wenn man wirklich auf in Vorlesungen deutlich mehr Informationen noch einfügen muss als einfache Textmarkierung oder kurze Notizen. Ja, soweit so gut. Morgen gehe ich einfach nochmal deutlich genauer auf die Funktion von OneNote ein. Und dann würde es mich freuen, wenn ich euch wieder begrüßen dürfte. Also dann, bis morgen.